Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Ikarus Sticks. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir befinden uns an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal, nur dass ich hier einen mega Hitzestich habe und Wutknubbel versteckt sich im Gebüsch. Hallo, Wutknubbel. Moin. So, warte mal. Ich muss mal wie heißt das Ding? Ein Kühlverband. So, Consume. Ich bin zwar immer noch überhitzt, aber mein Gott. Da müssen wir jetzt durch. So, wir versuchen jetzt zu dieser Rampe zu kommen. Mein Sauerstoff geht runter. Ich muss mal hier mal irgendwo Oxy einpacken. Ich habe Oxid gefarmt. Ich kann dir das rauswerfen. Achso, nö, ja, ich nehme mir hier auch mit. So, Freunde. Das sollte reichen. Ist hier noch irgendwo Wasser in der Nähe, dass wir uns mal kurz abkühlen können? Ja, ein Stück weiter links, glaube ich, ne? Guck mal auf der Karte. Ich habe keine Ausdauer gerade. Ja, hier links hinter dem Berg hier, wahrscheinlich. Gehen wir uns nochmal schnell abkühlen. Weil ich nehme gerade beträchtlichen Schaden. Und ich will jetzt nicht noch einen Hitzestich haben. Der Kühlverband hat leider nur kurz gewirkt. So, warte, wo sind wir hier? Aber hier rechts rum. Genau. Wutknubbel hüpft. Wie ein junger Gott. Wie gibt's denn nirgends Wasser? Was ist das hier für eine Scheiße? Ich habe mir sagen lassen, dass das in der Wüste normal ist. Ah, hier vorne. Nee, rechts. Weiter rechts. Da kommen wir sogar genau an die Stelle, wo wir uns hochbauen wollen. Ja, ja, hier ist Wasser. Schnell, 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 schnell. Komm, jetzt keine Müdigkeit. Jetzt müssen wir nur wegen Piranhas aufpassen. Ah! Hau ab, du Gräbel! Sind hier überall Mistviecher. Ne, das war nur Oxy. So. Ah. Das tut gut, Leute. So, wir kühlen uns jetzt hier schön runter und dann gehen wir den Wurm an. Ach so, ich müsste eigentlich 275 Sekunden hier drinnen in der kalten Brühe aushalten. Das dauert aber lange. Wenn das Wasser gleich warm wird, liegt es an der Wüste, ne? Nicht an mir. Irgendwie kühlt es mich nicht mehr. Das reicht auch. Das merkst du gar nicht. Ja, wie gesagt, ich habe ja keine volle Gesundheit. Ich nehme mir die ganze Zeit Schaden wegen Hitzestich. Ich bin in der gleichen Wüste eigentlich unterwegs, ne? Ich nehme keinen Schaden. Mir geht's eigentlich wunderbar. Komisch. Warum ist das so? Kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Ach so, weil ich da ich habe zweimal Überhitzung. Warum, Leute? Wir sind letztes Mal hier hoch entlang gelatscht. Hier. Guck mal, wo ich bin. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt hier die Rampen nicht mehr setzen, weil die alten noch da sind. Der will die immer wieder da dran snappen. Ja, aber ich bin doch schon oben, guck mal. Jetzt bin ich unten. Wenn du hier langläufst, hier hinten. Warte. Oh, ey, ist das beschissen, Alter. Sorry, Leute. Okay, ich bin oben. Das funktioniert nicht. Nee. Oh, komm. Oh, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Verdammte Kacke. Mann. Ist doch nicht euer Ernst. Warte, warte, es kommt Trick 17. Oh, ey, ich krieg hier gleich einen Anfall von Tobsucht.
Ich nehme mir die ganze Zeit Schaden. Mann, ey. Oh, der tat weh. Der tat weh. Muss wirklich hier ganz oben an der Kante entlang laufen. Warte, ich baue jetzt noch so ein Ding. Kann ich noch eine Rampe? Nee, ich kann natürlich keine Rampe bauen, weil mir Holz fehlt. Aber ey, was ist das nur, Leute? Ich kann es aber auch nicht abbauen. Wieso kann ich es denn nicht abbauen? Kommst du an die Leiter ran? Oh, ey. Au, jetzt habe ich mir noch einen Fuß gebrochen. Was ist denn das für ein Dreck, ey? Ich gehe jetzt nochmal Bäume hacken. Ich bin noch kurz vorm Verrecken, Wutknubbel. Ich muss hier raus. So ein Scheiß, ey. Ich muss jetzt echt erstmal Heilmedizin nehmen. Weil ich hier einfach gerade drauf gehe. Es kann doch nicht so schwer sein, mal dort hochzukommen. Wie bescheuert ist denn das gebaut? Hier hinten sind Bäume, Beutel links. Ja, ich muss hier aus der Wüste raus, Wutknubbel. Ich verrecke hier gerade. Ich habe zweimal Überhitzung. Ja, dann lass uns noch mal kurz zurück in die Höhle gehen. Dass du runterkühlst. Na, wir müssen ja komplett raus. Durch die Höhle durch. Sonst kühle ich nicht runter. Und dann hat das Ding ja auch einen Timer von 200 noch was Sekunden. Völlig bescheuert. Na gut, Leute. Hast du denn die richtige Rüstung an? Nicht, dass du hier mit der Fellrüstung unterwegs bist. Nee, ich habe die Lederrüstung an. Alles gut. Wir laufen hier gerade falsch. Wo ist denn dieser Kackausgang hier aus diesem Drecksnest? Der Beutel wie immer die Ruhe selbst? Na ja, es ist doch Kacke. Wir nehmen uns hier seit zwei Folgen vor, diesen scheiß Wurm zu töten. Und es funktioniert einfach mal nicht. Wie gesagt, ich habe hier relativ wenig Probleme mit dem Wetter. So ein Mist, ey. Hier passiert was? Hier passiert was? Verdammte Scheiße! Was passiert? Da hier ist der Wurm! Ich komme. Am Höhleneingang oder was? Oh, jetzt bin ich schon vergiftet, ich sterbe! Wo bleibst du? Ich bin unterwegs. Wie wo, unterwegs? Ich kämpfe schon seit zwei Minuten gegen den Wurm! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Doch, ich bin unterwegs. Du warst doch gerade hinter mir! Ich sehe gar keinen. Ach, da ist der Wurm. Siehst du, ich sehe den erst. Ja, ich bin gleich tot. Ich muss einfach weg. Ich muss einfach weg. Alter, dieses Dreckschwein. Warum kühle ich denn hier nicht runter in der Dreckshöhle? Weißt du, man kriegt hier drin eine Lungenentzündung und alles Mögliche. Gut, Knubbel, ich hoffe, du bist dort weggegangen. Ich kann dich nicht retten. Geh dort einfach weg. Ja, ich warte, jetzt taucht er ab. Jetzt hau ich ab. So, wo bist denn du jetzt? Ich bin in der Höhle. Ja, ich komme. Ich bin immer noch überhitzt. Du warst doch aber direkt hinter mir. Wie kann denn das sein? So, guck. Ich komme angehüpft. Der kotzt immer noch und spuckt. Du hast die Arschruhe weg. Wie kann das sein? Du warst doch gerade direkt hinter mir. Ja, was ist das?
ist okay. So, wo bist denn du jetzt? Ich bin hier im Wasser, ich muss mich abkühlen. In welchem Wasser? Ich hier, dachte, du bist in der Höhle. In der Höhle, im Wasser. Und ich brauche Sauerstoff. Ich renne erstmal schnell nach Hause, Leute. Der macht mich fertig, der Kerl. Der war bestimmt die ganze Zeit hinter mir und hat bloß nicht sich getraut zu schießen. Nee, ich hab mich verlaufen. Wie verlaufen? Wir waren doch auf dem Weg zum Ausgang und du warst einen Meter hinter mir. Und dann kam der Wurm. Und plötzlich sagst du, was ist denn? Ich sehe nichts. Unglaublich. Ruhe bewahren, immer Ruhe bewahren. Jetzt kommt natürlich auch noch Stor. Ich krieg ja gleich einen Anfall. Kann hier nicht mal ein was irgendwie normal laufen? Ich hab... Eine Lungenentzündung wäre jetzt noch geil, Leute. Eine richtig geile Lungenentzündung. Da kommt doch schwerer Wind. Oh Mann, ey. Verdammt! Das ist nicht euer Ernstspiel. Wieso war der jetzt da vorne? Nein, aber hier ist schwerer Sturm. Ich hab keine Ausdauer, nix. Hier geht nix. Ach so, wieso der Wurm da vorne war, ne? Das weiß ich nicht. Weil der wusste, wie geschwächt ich bin und wie überhitzt ich bin. Ja, wir versuchen das jetzt gleich nochmal. Aber vielleicht ist wirklich, wenn wir dich als Köder nehmen, weil auf dich scheint er ja irgendwie zu stehen. Mir hat er noch nie was getan. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall kriegst du ja gut Munition, ne? Gesundheit niedrig. Ja, ich kann es nicht ändern, Spiel. Ich kann es nicht ändern. Ich stehe total im Saft. Nein, jetzt habe ich noch irgendeinen... Achso, es war Sauerstoff, ist niedrig. Ich krieg hier gleich die Krise, Leute. Ich krieg hier gleich die Krise. Gesundheit niedrig, Sauerstoff niedrig. Niedrig. Bei mir ist... Bei mir sind nur noch rote Balken. Nur noch rote Balken. Ja, aber du bist das auch selber schuld. Du läufst immer vor. Nee, du warst aber direkt hinter mir. Ich bin überhaupt nicht vorgelaufen. Du warst direkt hinter mir. War beim letzten Mal auch so. Du bist 200 Meter vor mir und dann hörst du dich eigentlich nur noch schreien und so für eine Viertelstunde später sehe ich den Wurm. Mann, 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 Mann. So, ich muss jetzt nochmal Medizin nehmen. So. Und die Überhitzung irgendwie überstehen. Und ich habe zweimal Überhitzung. Eieieiei. Frag mich halt nur, wie du so viel Überhitzung haben kannst. Hast du deinen Lederanzug über deinen Fellanzug gezogen, oder? Wahrscheinlich. So, dann nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen Essen mit, dass wir da auch versorgt sind. So, ich pack mal das Eisenerz auch einfach nur in den Schrank. Ey, die Gesundheit geht trotz meiner Gesundheitsherstellungspasten wieder runter. Das ist so krass. Ich kann nichts gegen diese... Ich kann nochmal so ein Unterkühlungsding nehmen, aber ich glaube, das bringt einfach nichts. Hitzeverband. Ne, warte mal. Ich muss den Kühlverband nehmen, ne? Heilt Hitzeschlag. Ne, da heilt nichts, da passiert nichts. So, pass auf, guck mal in der Kräuterwerkbank, da gibt's da bestimmt was Schönes. So, was haben wir da? Ausdauer. Oh, wir brauchen blaue Blumen. So, Blutverdünnung, Ausdauer, Schub. Mimi-Mimi-Paste haben wir hier. Nahrungsverbrauch, Wasserverbrauchspaste. Hä, hey, wieso hat er die jetzt nicht hergestellt? Wieso geht das bei mir nicht mehr? Kann mir. Hä? Warum kann ich jetzt hier nichts mehr herstellen?
Ah, jetzt geht's. Ah, hier ist ja eine. So, blaue Blumen. Ich brauche eine Sichel. Ist die Sichel hier drin? Nee. Doch, hier ist er. Ich habe sie schlauerweise hier in das Ding getan. Ja, ich hab vier Lilien hier. Warte kurz. Wie viele Lilien brauchst du? Ja, wir brauchen viele. Wir müssen ja mehr von dem Zeug herstellen. Ich gehe mal auf Lilienjagd. Ich kann jetzt eh nichts anderes machen, außer abwarten, dass mein Hitze schlagt. Ich habe den ja vor allen Dingen noch zweimal. Du hast mit Sicherheit eine Wärmflasche einstecken oder so. Ja, die hast du mir heimlich in den Rucksack gesteckt. Jetzt sind hier keine scheiß Lilien oder was? Was ist denn heute los, Leute? Hier ist eine. Mann! Welche habe ich denn überhaupt? Eine Eisensichel. Hatte ich nicht schon eine Stahlsichel hergestellt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich dachte, man bekommt mit einer Stahlsichel mehr raus aus so einer Lilie. Wie viele Lilien bekommst du denn momentan? 8. Ja, ist ja gut. Ich glaube, mit einer Stahlsichel waren es 12. Aber vielleicht bilde ich mir das auch gerade nur ein. Ey, ohne Scheiß. Immer wenn ich da langlaufe, wachsen überall diese Dinger. Jetzt habe ich welche. So, guck mal. Mit meiner Knochensichel kriege ich 4. So. Ich habe dir aber auch eine Eisensichel schon hergestellt. Oben im Schrank wahrscheinlich. Wir bleiben nachher mal ein bisschen zusammen. Ja, ich hoffe. Ein bisschen aufgeregt. Warum bist du aufgeregt? Ich habe allein gegen den Wurm gekämpft. Ich habe auch gegen den Wurm gekämpft. Ja, na, 5 Minuten später. Ja, ja. Kann ja alles nicht wahr sein. Und wir brauchen richtigen Kürbis. Ich suche jetzt nochmal schnell Kürbis. Oh, Kürbisse waren oben Richtung Schneegebiet, meine ich, ne? Spawnen die eigentlich nach? Ja, oder? Ich hoffe. So, wie viele Lilien hättest du denn gern? Ja, das wird schon jetzt reichen. Ich habe jetzt 92. Jetzt habe ich 98. Nein. Hier sind Lilien ohne Ende. Jetzt wird es vor allen Dingen schon wieder dunkel gleich. Ich lach mich tot, ey. Dieses Spiel ärgert mich heute. Aber meinst du, der spawnt jetzt wieder da vorne oder ist das random? Das weiß ich nicht. Das müssen wir dann halt gucken. Also am besten lassen wir dich zuerst aus der Höhle rauslaufen, um den Wurm anzulocken. Nee, du gehst jetzt mal vor. Und ich folge dem Kreische. Und ich sag dann, oh, was ist denn los? Wo bist denn du? Was machst denn du? Ja, mich kannst du so nicht aus der Ruhe bringen. Wichtigste in so einer Situation ist kühlen Kopf bewahren. Ja, ich habe einen Hitzschlag. Ich kann gegen kühlen Kopf bewahren. Wie geht der eigentlich weg? Warte mal, hier ist noch Status. Warm und geborgen. Ach so, das ist was Positives. Ah ja, meine Gesundheit geht jetzt wieder hoch. Jetzt müssen wir trotzdem... Jetzt haben wir es ja 17 Uhr. Nee, wir können erst 19 Uhr schlafen, ne? Oh, tschüss, Leute. Ja, aber wenn wir um 19 Uhr schlafen gehen, gibt es wieder einen Sandsturm. Ich würde da jetzt einfach hinhechten. Meinst du, ja? Das ist so eine gute Idee. Hä, wieso stehe ich denn hier immer Dinge her und die kommen nicht raus? Ich verstehe das nicht. So, doch, da oben. Das dauert bloß so lange. Das dauert eine Minute ungefähr. Gesundheitswiederherstellungspaste. Die habe ich doch 5 Stück. Was stellst denn du gerade her? Gesundheitswiederherstellungspaste und gesundheitsregenerierende Paste. Ja, die habe ich doch im Inventar, die kannst du von mir haben. Ja, nee, du brauchst sie ja selber. Na, anscheinend nicht. Du bist ja immer woanders, wenn ich gegen Würmer kämpfe.
So, jetzt haben wir schon mal das. Aber 50 Gesundheit ist jetzt auch nicht so viel, was das Plus macht, ne? Ey, die gute Muni! Ja, vor allem verbraucht sich das Gewehr relativ schnell, finde ich. Ja, deswegen müssen wir dann, wenn wir auf Endboss-Dings gehen, diesen Fabrikator mitnehmen. Los, komm, Wutknubbel, wir gehen es jetzt an. Dann erledigen wir das Scheißvieh halt im Dunkeln. Ach so, ich bin schon vorgerannt übrigens. Jetzt habe ich die blöde Sichel mitgenommen. Ach so, und Rampen müssen wir noch bauen. Wir müssen noch mal Holz hacken. Wie er sich vorbereitet hat. Und wie es gerade läuft. Einfach nur geil. Da lacht er. Ja, was willst du da sonst machen? Aber du hast wirklich einen richtigen Plan gehabt, ne, bevor wir los sind. Ja. Und dann geht einfach mal wieder alles schief. Übrigens ist vor mir irgendein Wildtier, was mich gleich fressen will. Beschütze er mich. Das bin ich. Beschütze er mich. Ja, das meine ich. Wo bist denn du schon wieder? Weiß nicht, ich hack ja den Baum mit. Aber du hast dir das sogar aufgeschrieben, glaube ich, ne? Was du alles machen wolltest. Ja, genau. Da lacht er sich kaputt. Das kann ja nicht wahr sein. Ja. So, komm, können wir los? Oder willst du jetzt doch erst schlafen? Nee, ich muss ja jetzt hier noch Holz hacken. Wir brauchen ja noch Rampen, um da hochzukommen, weil dieses Scheißspiel ja nicht wollte, dass wir da hochkommen. So, jetzt werden wir mal gucken, wie der Wurm guckt. Wäre ja schön, wenn Mutknubbel auch mal mit drauf schießt. Nicht nur ich alleine. Diese unsichtbare Wand hier macht mich auch total fertig. Wieso ist deine Waffe? Wieso ist deine Waffe eigentlich schon so sehr runter? Meine ist noch komplett voll. Ja, weil ich gegen den Wurm gekämpft habe. In der Zeit, wo du da am Schreien warst. Kann echt nicht wahr sein. Ja. Aber das ist relativ schwierig, mit der Wumme da ins Gesicht zu zielen, finde ich. Also da war die Schrotflinte besser. Hey, ich habe den 1A getroffen. Ich hätte halt nur ein bisschen Unterstützung gebraucht. So. Einmal tief durchatmen. Oh ja, was kommt jetzt schon wieder? Trockene Winde. Ja, klar. Was ist denn das heute, Spiel? Aber lieber einen trockenen Wind wie einen feuchten Wind, oder? Hoffentlich sind die Aufnahmen auch im Kasten, sonst raste ich aus. Ich lache mich kaputt, wenn da wieder irgendwas schiefgegangen ist. So, nachladen deine Waffe, dass auch 6 Schuss in der Trommel sind. Letzte nach, R. Wo ist R? Hier. Oh Mann, er macht mich so fertig. So, der Speck ist gleich alle. Muss gleich nochmal Speck nachlegen. Du musst halt immer gucken. Solange ich hier so rumgeier, siehst du immer aus wie der Profi. Oder? Da, pass auf. So, ich nehme mal eine Handgranate. Aber wirb die, ja? Ich sehe dich schon in die Luft sprengen hier. Der kommt jetzt nicht mehr. Ja klar kommt der nicht mehr, das war ja klar. Und wir haben wieder No Shelter Aussetzung und ich krieg wahrscheinlich wieder eine Überhitzung. Obwohl, ne, jetzt kriegen wir gerade Unterkühlung, sehr gut. Also ich weiß noch nicht, ob das cool ist. Ja, der Wurm ist jetzt weg. Ja, wir gehen hoch zur Höhle. Da wird der irgendwie. Vielleicht lasse ich dir auch ein bisschen vorlaufen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er kommt nur, wenn du alleine bist, ne? Dann bleib mal schön dran. Oh, wie das Spiel immer ruckelt und zuckelt, das gibt's doch nicht, ey. Siehst du denn nachts was, oder? Ja, jetzt sehe ich was. Ich habe ja die Grafik
die Schatten runtergestellt. Oh, ey, ich will hier einfach nur noch in diese Dreckshöhle, am besten ohne Wurm. Kennst du den Film Im Land der Raketenwürmer? Schnauze! Oh Mann. Der kommt nicht mehr. Ja, der kommt nur, wenn ich überhitzt bin, anscheinend. Guck mal, die Winde sind gleich vorbei. Wenn der nicht kommt, kommen wir oben in der Höhle Erze abbauen, ist okay. Ja. Was brauchten wir? Platinerz unbedingt. Ja. Platin und Eisen. So, wo ist denn jetzt hier der Rest von meiner Rampe? Ey, das macht mich wahnsinnig. Es sind bald so viele Rampen. So, jetzt versuche ich die mal hier parallel dran zu setzen. Vorhin wollte der das doch... Ah, hier, jetzt? So, jetzt sieht man natürlich nichts. Kann ich mir wenigstens... Ich kann mir keine Fackel bauen, weil ich keine Fasern habe. Ich kriege... Warte, ruhig Blut da. Es wäre Licht. Ja, warte. Ich hole mir trotzdem mal ganz kurz Fasern. Sind hier nicht Fasern gewesen? Wieso sind hier keine Fasern? Och Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Okay, hier vorne sind Fasern. Ich lach mich tot, wenn jetzt der Wurm hier auftaucht. Wieso kann ich die Fasern nicht einsammeln? Ah, jetzt. Mann, ich... Oh. Also ich bin oben. Das ist alles nicht wahr. Wo ist jetzt die Fackel gelandet? Hier. Na, immerhin ist der Wutknubbel oben. So, jetzt müssen wir nur noch die Höhle finden, ne? Also auch. Und wehe, da ist nichts drin. Ich werd wahnsinnig, wenn da nichts drin ist. Vielleicht sollten wir nachts hier rumlatschen, ne? Da passt noch nie was passiert. Ah, da ist er, oder? Ich weiß nicht, ob das eine Höhle ist. Das sieht nicht aus wie eine Höhle. Ja, doch, hier liegt der Kupfer davor. Klopf mal da rein. Geht nicht. Mhm. Oh, jetzt kriege ich auch noch Kälte. Jetzt habe ich Frost. Das Eisen. Ja, warte, dann nehmen wir das Kupfer auch noch mit. Aber hier sieht es nicht nach Höhle aus. Das sah von weitem wahrscheinlich so aus, ne? Tolle Wurst. Meinst, das war jetzt hier alles umsonst? Ich krieg jetzt hier umsonst wieder eine Unterkühlung. Ey, doch, hier ist eine Höhle. Oder? Nee. Das sieht irgendwie alles immer so aus, aber es ist letztendlich keine. Das hier vielleicht? Nee. So eine Scheiße, Leute! Also sieht nicht nach Höhle aus. Aber von weitem sah es wirklich so aus, als wäre hier ein Loch, ne? Ja. Es fehlen schon wieder Fasern. Ah, hier sind Fasern.
Nee, das sind keine Fasern, das ist Oxy. Hm. Wefel, Oxy. Na guck, hier hast du Kürbisse. Speisekürbisfasern. Ah ja. Ne, es sind keine Fasern. Das sieht nur so aus. Ich kann hier keine Fasern pflücken. Hast du Fasern einstecken? Glaub nicht, ne. Ich kann aber Faserverband kaputt machen. Nee, ach, lass. Bekommst du 20 Fasern. Nee, alles gut. Ich habe welche gefunden. Alles gut. Jetzt fehlen Steine. Echt. Silizium? Ah, guck, hier wär's hochgegangen. Schau das an. Hier ist ein Durchgang. Warte mal kurz, Knubbel. Oh, wie das Spiel zuckt. Aufwerben, Leute. Ja, das war ja so eine Nullnummer jetzt. Irgendwie. Vielleicht kommt der Wurm ja nochmal. Aber von weitem sah das wirklich aus wie eine Höhle, ne? Ja. Naja, gut, viel wärmer werde ich nicht. So, okay. Wer kam eigentlich auf die Idee, nachts herzukommen? Ist okay. Naja, gut, Leute, dann gehen wir wieder zurück. Vielleicht kommt ja der Wurm nochmal. Wieso, der läuft ja wieder vor. Nachher schreit er wieder. Ja, dein Earthworm Gym, ne? Boah, jetzt komme ich hier nicht runter, aber was? Man kommt hier nirgends runter. Ist zu hoch. Warte mal. Ich weiß, wie man runterkommt. Wenn ich immer wüsste, wo du bist. Da, wo es leuchtet. Du warst doch gerade noch neben mir. Es kann doch nicht schon wieder sein, dass du schon wieder weg bist. So, warte. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gerade Max eingegeben, Mann. Ja, pass auf, hier geht's normal runter, komm mit. Jetzt habe ich schon wieder Rampen gebaut. Ja, brauchst du nicht, guck. Vielleicht sollen wir als nächsten Punkt mal die verlorene Ausrüstung suchen. Die ist ja irgendwo auf B6. Ich habe halt nur Angst, dass dann wirklich gleich der Boss kommt, aber das werden wir ja sehen. Solange ich mir nicht vorstellen. Du hast drei. Du bist schon wieder so weit. Guckt dir das mal an. Guckt euch das an. Du hast drei Punkte zu erfüllen. Finde die verlorene Ausrüstung, scanne die Terrassenregion und dann reise zum auf dem markierten Ort. Warte mal, ich gucke jetzt mal bei Talente. Irgendwo soll es hier einen Baumfreund. Wo wird denn das sein? Bei Kampf, wo man den Boss sieht auf der Karte. Doppelter Spaß. Sperre, Klingen, Schusswaffen. Ne, das wird es ja auch nicht sein. Das kann doch, ja doch, nur. Das ist bei Kampf. Und zwar, du hast ja dieses Trained Hunter, darunter vorsichtiges Häuten. Wenn du da weiter runter gehst, ist Big Game Hunter. Warte mal, bei Kampf ist bei mir Bögen, Armbrüste, Speere, Klingen, Schusswaffen. Wo, in welchem Baum bist du da? Ich bin im Überlebensbaum. Überleben, okay. Überleben und dann Jagd. Jagd, ja.
So, und dann kannst du runter, da hast du dieses vorsichtige Häuten. Und wenn du weiter runter gehst, ah, hier Wardbosses. So ein Auge. Okay, habe ich freigeschalten. Okay, dann mache ich mal kurz an. Oh, der Wardboss ist hier. Der ist hier. Wollen wir da mal hingucken? Ja, dann lauf mal hin und ich habe ihn markiert. Obwohl, nee, die Folge ist schon wieder zu Ende. Leute, wir müssen den Cliffhanger einbauen. Ja, schon der zweite Cliffhanger. Komm, lass uns gehen. Ja, aber du willst ja jetzt nicht den Boss machen, dann ist es doch vorbei, das Spiel. Nein, nur mal gucken. Nur mal gucken. Nur mal gucken. Nur mal gucken. Und dann wegrennen. Oder es ist halt wieder der Wurm. Und man sieht dort eigentlich nur den Wurm. Ja, wir müssen einmal quer durch. Da hinten ist es, okay. Und ich krieg jetzt gleich Frostbeulen. Ich sehe es schon. Naja, gut. Ist ja jetzt Wochenende für euch, Leute. Da wollen wir euch noch mal was bieten. So, ich guck mal. Ich drehe mich mal um. Und man sieht... Ah, da ist er. Ich wollte schon sagen, er ist nicht mehr da. Ich bin quasi wieder in Schatten. So, ich esse mal schnell ein Stück Fleisch. Aber dass der Wurm wandert, macht mich dann doch so ein bisschen skeptisch, ne? Na, ich denke mal, das wird jetzt nicht der Skorpion sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, das ist wieder der Wurm. Lass mal die Handgranate auf E2 legen. Ich habe halt so gar keine Ausdauer. Aber wenn man den Ring rauszieht aus der Handgranate, ist sie scharf, oder? Hör auf. Alles gut. Ich höre so ein Ticken. Was ist denn für ein Ticken? Ich weiß nicht. Hör auf mit dem Ticken. Ich höre kein Ticken. So, da vorne müsst ihr gleich kommen. Jetzt zack, One Hit weg. Du? Spiel deinstalliert. Aus Versehen. So, warte mal. Okay. Ich würde halt kurz eins machen, Wutknubbel. Warte mal ganz kurz. Dass ich wenigstens aus dem Kälteding wieder raus bin. So. Kannst du die Handgranate ins Feuer legen? So, okay, wärmer wird's nicht, Leute. Das kann liegen bleiben. So. Es ist gleich soweit. Ja, man hat ja sofort wieder das Frostzeichen. Was für ein Scheiß, ey. Ich lach mich tot, wenn das jetzt wirklich der Skorpion ist. Und es ist dunkel und ihr seht nichts, Leute. Ich hatte übrigens nicht die Idee, im Dunkeln loszulaufen. Ja, bis jetzt am sichersten, oder? Also, als wir deinem Plan gefolgt sind, hatte ich Sand im Auge, Wurm im Gesicht, irgend so ein Kreischen im linken Ohr. Also ist das Ganze hier doch wesentlich angenehmer. Die Frage ist, wie kriegt man die Handgranate in den Wurm? Oh, oh. Jetzt hat es ja kurz gezuckt. Ich glaube, jetzt passiert was. Okay. Ja, jetzt lass ich mal ein Stück vorgehen. Weil wir sind eigentlich an der Stelle, wo wir hin müssen. Ja, der wird aber nicht hier sein. Oh doch, jetzt kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt. Wo ist die S-Taste? Ich sehe die S-Taste nicht. Okay. Okay, das war nicht weit genug. Hm.
Okay, ich habe Vergiftung. Ich nehme eine Granate. So, solange der auf dich schießt, ist alles okay. Toll, die Granate ist ja ein Witz, Alter. Ja, die Granate war jetzt auch nicht so der Knaller, ne? Ich glaub, der muss, der macht ja so einen Nahkampfangriff. Der hat er mich gehabt. Muss wirklich warten, bis er das Maul aufmacht. Er ist tot. Zack. Pass auf, ich hab hier eine Granate geworfen. Das ist doch easy. Easy! Wir gucken dir an. Ja, nix. Volt Boss, sagt er. Hat der jetzt hier was verloren, der Idiot? Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Ja, nee, stell dich mal. Schnell, Wutknoppel her, ja, schnell! Ist ja gut. Schnell. Stell dich davor mit dem Gewehr. Nee, weiter rechts, links. Ja, so ist gut. Ja, das ist klasse. Warte, ich komme mal vielleicht noch ein Stück näher. Oh, klasse. Okay. Hat sich doch gelohnt. Thumbnail ist auch drin. Vielleicht hat er hier wieder ein paar Schuppen fallen lassen. Ah, der war doch ganz easy. Jetzt mit den Granaten ging der top. Dann wieder die große Klappe. Oh, ich dachte, man kann auf ihn raufklettern. Ja, ich will den Tee beuteln. Aber ja, irgendwelche Schuppen sehe ich jetzt hier gerade nicht. Aber ja, da war er ja echt easy. Also, man muss halt immer gucken, wenn der sein Maul aufmacht und Gift gespuckt hat. In dem Moment... Habe ich doch noch eine Granate für das Gnu? Sekunde. Oh. Okay, das war nix. Die Granaten sind kacke. Das hat einen Überschlag gemacht. Wie geil. Die Granaten taugen, glaube ich, nix. Oder wir sind zu blöd dafür. Oder warte mal, Wutknobel. Geh noch mal davor. Ich glaube, ich hatte vorhin ohne Waffe, ne? So. Ja, so ist gut. Das ist geil. Gefällt mir. Ja gut, Leute. Jetzt haben wir das endlich mal abgeschlossen, das Thema mit dem Wurm. Und ich glaube, ab den nächsten Folgen müssen wir dann aber auch mal langsam Richtung unserem Punkt. Ich glaube, wir kriegen einfach diesen super Anzug kriegen wir nicht zustande. Das heißt, wir müssen mit unserer Lederrüstung bzw. Fellrüstung müssen wir klarkommen. Das bedeutet aber auch, wenn wir eine Fellrüstung mitnehmen und dort aber dann Wüste sein sollte. Ne, ich glaube nicht, dass da auch nochmal Wüste ist. Ich würde auf jeden Fall ein paar Rampen mitnehmen. Rampen müssen wir mitnehmen. Wir müssen anscheinend durchs Schneegebiet dorthin, ne? So wie es aussieht. Ich glaube nicht, genau, dass wir durch die Wüste dahin kommen. Ja, ich denke auch. Wir müssen mit der Fellrüstung... Ja, Freunde. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es hat... Team Chaos hat euch gefallen. Beim nächsten Mal wird es noch chaotischer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wutknubbel, vielen Dank dir. Ja, bitte dir. Und beim nächsten Mal bleibst du hinter mir. Und wir sehen uns dann nächstes Wochenende. Quatsch, nächstes Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.